So schnell rein hier. Ich finde es ja. Was ist denn hier los? Ich finde das ja immer so schrecklich, dass wenn man angegriffen wird, dass man nicht in den Story-Bereich kann. Deswegen versuche ich immer, wenn ich so einen Story-Bereich sehe, dass ich immer sehr schnell da reinlaufe. Komme, was wolle. Frieren wir mal ein. Jetzt können wir auch hier den Mörserhagel drauf feuern. Ja, genau. Wie viel gab das? 369, ja. So, sammelst du ein? Nee, ich sehe nichts. Ja, hier sammelst du ein. Achso, nee, sie hat schon. Ja, da habe ich ihr Unrecht getan. Greif doch mal an hier. Also. Einzelne Roboter haben die Typen hier schon fertig gemacht. Was sind das überhaupt? Das sind Kriegsdruiden der republikanischen Überläufer, also das sind Verräter. Und da sind Söldner, Kammerwachen. Man sieht auch hier wieder, dass hier mehrere Fraktionen sind. Das ist ja wie. Ja, wie? Also, ja. Hoppla, wir sind voll. Ich muss mal. Naja, ich muss erstmal hier den Typen weghauen und dann. Dann kann ich weitersehen. Ja, wir sind aber sowas von voll, okay. N. Dann schicken wir mal den hier auf. Nee. Achso, wir müssen Alaradorn auf Inventar, auf Verkaufsreise schicken. Der kann hier was machen. Du machst das. So. Ich sammle mal das ein hier. Erfordert Plündern 100. Also man kann schon sehen, dass wir Plündern schon 100 haben als Fähigkeit. Ich glaube, wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Es gibt eine ganze Galaxis voller erbärmlicher Verrückter, die unsere große Republik zerstören wollen. Und sie suchen hier nach Wertgegenständen. Geduld, 4X. Solche Geheimmissionen sind nicht billig. Commander Tarvus verlässt sich auf unseren Einfallsreichtum. Aber ich bin jetzt schon seit Tagen aktiviert. Der imperiale Abschaum in der Galaxis sollte meine genialen republikanischen Erfinder verfluchen. Keine Bewegung. Euch ist klar, dass ihr Verräter seid? Ich habe mit mehr Widerstand gerechnet. Niemand bewegt sich. Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Kontakt. Bewaffnetes Subjekt. Angreifen und terminieren. Negativ. Subjekte als Mitglieder der republikanischen Armee bestätigt. Mitkämpfer in unserem Krieg gegen das Böse und die Unterdrückung. Großartig. Das hier ist eine Geheimmission im Auftrag von Commander Tarvus selbst. Sagt euch der Name Chaos-Trupp-Kommandant Tarvus etwas? Ja, der Name steht für Verrat. Ihr lügt. Genug. Ich bin der Kommandant des Chaos-Trupps. Tarvus hat die Republik verraten. Tarvus ist nicht der Verräter. Er wurde verraten. Und einige von uns werden das nicht einfach hinnehmen. 4X, sichere das Paket und folge mir. Alle anderen erledigen diesen Abschaum und treffen sich mit uns bei Ziel 7. Negativ. Was Sie vorschlagen, ist ein Akt des Verrats. Die Ermordung von Mit. M14X, Überbrückungscode 558. Ziel sichern und mir folgen. Sofort. Sir. Ja, Sir. Ignoriere diesen Befehl. M14X. Warum so eilig? Wegrennen hilft euch auch nicht. Ich bin dein kommandierender Offizier. Ignoriere die Befehle dieses Mannes. Negativ. Überbrückungscode 558 aktiv. Folge nur Befehlen von Commander Haron Tarvus oder Personal, das von ihm bestimmt wurde. Los geht's! Bewegung! Bewegung! Feuer frei! Boah, eine Schießerei. Cool. Oh, ich muss hier weg. Oh, jetzt haben sie uns aber. Und zack. So, wo sind die anderen eigentlich hin?
Sieht schon cool aus. Oh, ich bin fast tot. Hau ihn um hier. Was erlebt? Was? Hey. Oh. Das war knapp. Okay, wo ist denn hier noch einer? Da ist gerade einer umgefallen. Hat aber nichts fallen lassen. Ja, wo sind denn die anderen hin? Ich meine, wo wollen die denn hier abhauen? Die hätten ja hier weggemusst und da standen wir doch im Weg. Also warum lassen wir die einfach vorbei? Verstehe ich nicht. Ja, okay, ich gehe ran. Na, das war ja mal interessant. Verfolgt ihr den Druiden? So schlimm war es nicht. Was wollt ihr damit sagen? Habt ihr eine Ahnung, wo der Druide hin ist? Wir haben einen ziemlich sicheren Hinweis. Unsere Leitung zu den Gewölbekameras war nicht besonders gut. Aber anscheinend hatte die Druiden-Crew republikanische Standardwaffen dabei. Wir hatten allerdings keinen Ton. Konntet ihr herausfinden, mit wem wir es zu tun haben? Nein, leider nicht. Wen interessiert das schon? Verräter aus dem eigenen Reihen. Es sind republikanische Sondereinheiten, die mit Harun Tavos zum Imperium übergelaufen sind. Überläufer bei den Sondereinheiten? Das sind ja mal Neuigkeiten. Gibt es einen Grund dafür, warum der SID nicht darüber Bescheid weiß? Befehl ist Befehl. Warum sollten wir den SID einschalten? Das ist nicht euer Problem. Das ist eine Angelegenheit der Sondereinheiten. Es gibt keinen Grund, andere Abteilungen hineinzuziehen. Überläufer sind eine Bedrohung für die ganze Republik. Der SID könnte helfen. Wir sprechen später weiter. Unsere neuen Verräterfreunde haben sich in einer stillgelegten Waffenfabrik im Rotlichtsektor versteckt. Eins meiner Teams hat in einem Lagerhaus in der Nähe der Fabrik einen Laden eröffnet. Wir treffen uns dort. Warum frage ich eigentlich immer noch? Jetzt habe ich schon wieder Minuspunkte bei der Zuneigung von Lara Dorn bekommen, weil ich gefragt habe, warum der SID da mitspielen soll, glaube ich. Keine Ahnung. Habe ich schon wieder vergessen. Ich bin total verpeilt. Okay, ich muss sowieso gleich ins Bett gehen. Verstanden. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Erzählt mir nicht, was ich tun soll. Ich mache mich so schnell es geht auf den Weg. Seht euch vor, der Rotlichtsektor ist nicht gerade der sicherste Ort der Galaxis. Bis bald. Ja, der komplette Planet hier ist nicht der sicherste Ort. Stiefel? Nein. Ich nehme die Kiste hier. Und mal gucken, wo haben wir denn die Kiste? Da ist sie. Bitte sag, schwere Rüstung. Yes, oh geil. Bams. Ne, Moment. Ziegenneuigkeit? Ne, hier war auch Ziegenneuigkeit. Aber halt mehr Ausdauer. Naja, ist jetzt nicht so toll, aber egal. Achso, und Rüstung hat die auch mehr. Das ist gut. Dann geben wir der Gefährtin die Handschuhe, die wir hier haben. Was hat sie denn für welche? Ziegenneuigkeit 17. Hier haben wir 18. Ausdauer ist ein bisschen mehr. Kritischer Treffer hat die mehr. Vielleicht geben wir die Handschuhe lieber Arik. Nee. Moment, kritische Treffer. Wozu will sie das denn? Das brauchst du doch gar nicht. Ist total dumm. Dann noch lieber das. Dann geben wir nämlich diese Handschuhe Arik. Weil was will sie mit kritischen Treffer? Sie ist ja eh nur eine Heilerin. Zum Kämpfen ist sie hier gar nicht da. Gut, verlassen wir erstmal den Bereich. Wo müssen wir jetzt hin? Dort unten, Helden 2. Da ist noch ein Sanitätsdruide. Also ich werde hier zu der Mission gehen. Dann zum Sanitätsdruiden. Und dann werde ich mich erstmal ausloggen und ins verdammte Scheiße. Ey, was macht ihr hier? Lass mich in Ruhe. Oh, das habt ihr davon. Muss ich euch leider töten. Leichte Rüstung.
Wie schlecht. Vielleicht sollte ich erst zum Sanitätsdruiden. Liegt sowieso viel dichter, also. Ja, mal gucken. Wobei, es ist ja schon 1:30 Uhr. Wann habe ich... Ich glaube, ich bin 0:43 Uhr oder so hier, war ich online. Das reicht, glaube ich, auch. Ich verkaufe noch ein paar Sachen und dann mache ich den ganzen anderen Kram beim nächsten Mal. Ich muss um 7 wieder aufstehen. Scheiße. Aber man wird ja auch immer ein bisschen gezwungen zu zocken, weil man hat sich einen 60-tägigen Testzugang gekauft und die Tage laufen ja ab, egal was man tut. Das finde ich ja so ein bisschen doof an diesem Spiel. Weil mal hat man Zeit zu spielen, mal nicht. Und das wäre besser, wenn man dann halt nur die Tage, die man auch spielt, dass die dann abgezogen werden. Was bei mir der Fall ist, ist, ich spiele 1-2 Tage und dann in der Woche fast gar nicht. Und dann wieder am Wochenende. Ausnahmsweise spiele ich vielleicht mal in der Woche abends. Aber die Tage, die gehen ja weg. Die gehen trotzdem weg. Und so viel haben wir mit unserem Soldaten bis jetzt noch nicht gespielt. Also ich weiß, die ersten 100 Folgen, denke ich mal, waren das. Die gehen insgesamt auf YouTube 24 Stunden, also einen Tag. Und das ist nichts für ein Spiel. Beziehungsweise, ich habe ja schon bei Folge 90, glaube ich, war das. Da musste ich mir schon den Code kaufen, also noch mehr Tage Zugang, weil der alte 60-tägige Account ist schon abgelaufen gewesen. Das war echt nicht toll. Ich habe mir ein Spiel eingeloggt, dachte so, jetzt zocke ich mal richtig durch. Also 6 Stunden oder so, dass ich ein bisschen was in Reserve habe. Nix war. So, das können wir nur verkaufen. Elektrostab brauchen wir nicht. Die Handschuhe wollte ich Arik geben. Das verkaufen wir mal. Kann man verbessern, ja. Also echt, wir haben hier so viele Sachen noch, ne? Und auch das. Ah, guck mal, das. Für die Herstellung eines Gegenstandes. So. Jetzt reicht's mir mit der Kanone. Die können wir auch nicht verbessern oder so. Die verkaufe ich jetzt. Die nimmt nur Platz weg. Genauso wie die hier. Die können wir ja auch nicht verbessern. Nee, kann man nicht. Ist zwar eine... Ja, vielleicht können wir die Arik geben. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Ich bin immer sowas von unentschlossen. Gut, das hier hat zwar mehr kritischen Treffer, aber dafür weniger Angriffskraft. Das ist irgendwie gehüpft wie gesprungen. Muss man halt abwägen, was man braucht. Und ich denke mal, das geht okay, wenn ich das verkaufe. Ja, den Rest, den will ich. Den Rest will ich eigentlich ins. So, erstmal reparieren. Den Rest wollte ich eigentlich in die Laderampe machen. Damit wir wieder ein bisschen mehr Platz hier haben. Aber trotzdem die ganzen Artefakte und was wir so hergestellt haben und Handwerksmaterialien, dass wir die alle behalten. Da hast du eine Helden 2. Also ich glaube, wir könnten jetzt auch in die Helden 2 Gebiet reingehen und das machen. Kann man... Nee. Oh, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht so groß ist. Hoffentlich ist das kein Fehler. Bitte lass es nicht so viel sein. Ja, das geht noch. Nee, hoppla. Da geht's zur nächsten Ebene. Dann geht's nochmal hoch? Nee. Doch. Oh, ich hasse sowas. Gott, was ist denn hier los? Ganzen Gegner. Oh, bitte. Und wie wenig kriegt man denn hier? Ja, und jetzt schon wieder welche, ey. Das ist echt nur durchkämpfen. Also am liebsten würde ich einfach nur wegrennen. Hier einfach durchrennen. Leck mich. Ich renn durch. Bam. Aber das Blöde ist ja, dann hat man nachher 7 Gegner auf einen und auch wenn sie einen normalerweise nicht töten würden, in der Vielzahl der Gegner
liegt denn das Problem? Die würden uns dann einfach fertig machen. Oha, der ist schon stärker. Ja, hat uns mehr zu viel gebraten hier. Kriegst du auch. So, erstmal einfrieren den Typen hier, der nervt. Ah ne, erstmal nervt, mach ich den da hinten tot hier, der nervt auch. Das ist albern, ey. Guckt euch an, wie wenig er mir abzieht. Das ist ein Witz. So, ist das Mikrofon überhaupt an? Ja, zum Glück. Ich traue dem Mikrofon manchmal jetzt nicht mehr. Also einmal, da war ich selber schuld, dass ich das ausgehabt habe. Ah, guck mal hier. Waffenschrank. Ach, das sind auch noch welche. Sehr schön. Was kommen jetzt hier Gegner? Ach ne, wir bauen... Wir jagen die Waffenschränke in die Luft. Das ist gut.